Ein Umzug ist meistens ziemlich stressig. Aber umso schöner ist es doch, wenn man die damit zusammenhängenden Kosten irgendwie steuerlich absetzen kann. Ob das geht und wann das geht, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und die gute Nachricht zuerst. Grundsätzlich kannst du die Kosten für einen Umzug in deiner Steuererklärung ansetzen. Wie du das genau machst, also in welcher Anlage, wo du sie genau eintragen musst und in welcher Höhe du sie berücksichtigen kannst, hängt aber sehr davon ab, warum du umgezogen bist. Und welche Möglichkeiten es da gibt, die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das finanziell attraktivste Szenario ist ein betrieblich veranlasster Umzug. Das heißt, du mit deiner Selbstständigkeit musst aufgrund deiner Selbstständigkeit umziehen. Dann kannst du nämlich alle Kosten, die du irgendwie mit diesem Umzug hast, als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen und hast in der Regel auch einen Vorsteuerabzug. Das Finanzamt erkennt eine betriebliche Veranlassung immer dann an, wenn du zum Beispiel anschließend dichter an Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und so weiter bist. Oder aber wenn du Absatzprobleme bei deinem alten Standort hattest. Das heißt, wenn du irgendwie dein Büro oder dein Ladenlokal verlegen musstest, weil dann einfach mehr Kunden da sind. Auch das ist eine betriebliche Veranlassung. Oder aber wenn dein altes Büro oder Laden und so weiter zu groß oder zu klein geworden ist. Das heißt, wenn die Größe deiner Selbstständigkeit, also der Platzbedarf, nicht mehr angemessen da war. Entweder war es halt zu groß und du musst dich verkleinern oder es war zu klein und dein Unternehmen wächst und du brauchst jetzt mehr Platz. Immer dann sagt das Finanzamt, okay, es war eine betriebliche Veranlassung für diesen Umzug und immer dann kannst du alle Kosten als Betriebsausgabe ansetzen. Die Probleme fangen so ein bisschen an, wenn du zu Hause arbeitest. Viele Selbstständige haben ja gar kein separates Büro oder eine Ladenfläche, sondern arbeiten irgendwie zu Hause. Und beim Homeoffice ist es ja immer so, dass ich meine Kosten fürs Homeoffice anteilig berechnen muss. Das heißt, wenn meine Wohnung 100 Quadratmeter hat, mein Arbeitszimmer 20 Quadratmeter, dann kann ich halt 20% von meinen Kosten absetzen. Und genau so ist das auch bei Umzugskosten. Das heißt, wenn du umziehst, dann kannst du einen prozentualen Anteil von den Umzugskosten als Betriebsausgabe absetzen. Allerdings ist das gar nicht so einfach, weil du hast ja eine alte Wohnung und eine neue Wohnung, die wahrscheinlich nicht exakt gleich groß sind und das Arbeitszimmer auch nicht exakt gleich groß ist. Das heißt, so ganz eindeutig ist das irgendwie nicht und dummerweise ist das auch nicht abschließend geklärt. Das heißt, da gibt es keine ganz eindeutige Methode, die jetzt richtig oder die falsch ist, sondern es ist auch sehr viel Ermessensspielraum. Das bedeutet für dich immer, dass du genau dokumentieren musst, welche Kosten du hattest und wie du auf welche Zahlen gekommen bist. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn du mit deinem Homeoffice umziehst, dann kannst du den prozentualen Anteil der Kosten, die auf dein Homeoffice entfallen, als Betriebsausgabe absetzen. Ich rede hier irgendwie von anteiligen Kosten und so weiter. Stellt sich natürlich die Frage, welche Kosten gehören denn eigentlich dazu? Also welche Arten von Kosten kann ich denn eigentlich als Umzugskosten irgendwie geltend machen? Und das ist ziemlich umfassend geregelt. Das heißt, da gibt es wirklich viele Kosten, die du absetzen kannst. Dazu gehören beispielsweise die reinen Fahrtkosten. Wenn du Leute engagierst, die dir beim Tragen helfen, den Mietwagen, die Transportkosten, die Maklergebühren, um die neue Wohnung oder das neue Büro zu finden, aber auch die Besichtigungskosten. Das heißt, wenn du irgendwo hinreist, um dir das vorher anzugucken, dann gehören diese Besichtigungskosten auch dazu. Und auch Verpflegungskosten an dem jeweiligen Tag. Und auch eventuelle Übernachtungskosten, das heißt, auch wenn irgendwo der Helfer oder du selbst nochmal im Hotel übernachten musst, dann kannst du diese Kosten auch ansetzen. Und sogar auch doppelte Mieten. Das heißt, wenn bei einem Umzug du für bestimmte Monate oder Tage doppelte Miete zahlen musst, weil du einfach das nicht anders regeln konntest und sich das wegen dieser Zeitraum überschneidet, dann ist diese doppelte Miete eine Betriebsausgabe, die du absetzen kannst. Du kannst Umzugskosten allerdings auch absetzen, wenn sie nicht betrieblich veranlasst sind. Auch privat veranlasste Umzugskosten kannst du unter Umständen in deiner Steuererklärung ansetzen. Zum Beispiel der Umzug aus gesundheitlichen Gründen. Beispielsweise du bist jetzt gehandicapt und musst jetzt aus dem 5. Stock ins Erdgeschoss ziehen, weil du das einfach nicht mehr in den 5. Stock schaffst. Denn liegt ein gesundheitlicher Grund vor und dann kannst du auch alle Umzugskosten absetzen und zwar als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung. Wichtig ist da allerdings, dass dir das ein Arzt verschreiben muss. Das heißt, ein Arzt muss dir bestätigen, dass dieser Umzug notwendig war. Und wenn du diesen Nachweis hast, dann kannst du diese Kosten ohne Probleme in deine Einkommensteuererklärung eintragen. Aber auch alle anderen privaten Umzüge kannst du steuerlich berücksichtigen. Und zwar als haushaltsnahe Dienstleistungen. Da kannst du 20% von dem Lohnanteil für deine Helfer und den Fahrtkosten ansetzen. Als haushaltsnahe Dienstleistungen kannst du pro Jahr bis zu 20.000
20.000 Euro steuerlich geltend machen. Das bedeutet, 20% von 20.000 Euro sind 4.000 Euro, die du in deiner Steuererklärung berücksichtigen kannst. Wichtig hier ist allerdings, dass du auch eine Rechnung bekommst und diese Rechnung per Überweisung bezahlst. Das heißt, du brauchst eine elektronische Bezahlung. Das heißt, du holst dir einfach irgendwelche Träger von irgendwo und zahlst denen einfach bar ein paar Euro, nachdem sie dir geholfen haben. Das geht leider nicht. Diese Kosten kannst du denn leider nicht als haushaltsnahe Dienstleistung ansetzen. Wenn du überhaupt gar keine Lust hast, Rechnungen zu sammeln oder jetzt gerade mit diesem Video erfährst, dass du deinen Umzug steuerlich berücksichtigen kannst, der liegt aber schon ein Jahr zurück und du hast einfach nichts aufgehoben, dann musst du trotzdem nicht verzweifeln, denn es gibt auch eine Umzugspauschale. Das heißt, du kannst auch pauschale Kosten absetzen. Für diese Pauschale brauchst du keinerlei Dokumentation. Das heißt, dann musst du dir auch keine Rechnungen aufbewahren. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, du bist einfach zu faul oder aber die tatsächlichen Kosten waren niedriger. Dann kannst du immer die Pauschale wählen, die dann höher ist. Das heißt, du kannst mehr Kosten berücksichtigen. Wenn die tatsächlichen Kosten aber höher waren als diese Pauschale, dann würde ich dir immer empfehlen, dass du die Rechnung aufbewahrst und die tatsächlichen Kosten ansetzt. Diese Pauschale wurde übrigens in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen angepasst nach oben und aktuell bedeutet seit dem 1. April 2020 gilt eine Umzugspauschale für Verheiratete von 1.433 Euro, für Singles von 860 Euro und für jedes weitere Haushaltsmitglied in Höhe von 573 Euro. Wenn du allerdings vorher gar keine eigene Wohnung hattest, also wenn du beispielsweise bei deinen Eltern zu Hause ausziehst, dann kannst du nur eine Pauschale absetzen in Höhe von 177 Euro. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich hoffe, dass dein Umzug irgendwie stressfrei verlaufen ist. Wenn du jetzt noch Fragen hast, wie du diese Umzugskosten in deiner Steuererklärung ansetzen kannst oder Rückfragen hast und so weiter, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du auf der Suche bist, so nach dem Umzug vielleicht, nach einem neuen Steuerberater, der möglichst digital arbeitet und du bist zufälligerweise auch noch Freiberufler oder Selbstständige, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen. Wir haben da hunderte spannende Videos zum Thema Finanzen, Buchhaltung und Steuern aufgenommen. Das findest du zum Beispiel hier oder hier.